Jeder von uns hat hier und da Probleme, seine Routinen einzuhalten. Sei es die Morgenroutine, die Abendroutine oder zum Beispiel auch die Pflegeroutine. Heute geht es um Letzteres. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr ganz einfach eure Pflegeroutine optimiert und leicht vergessliche To-Dos langfristig beibehaltet. Erstens, ich habe damals ganz oft vergessen, mich nach der Dusche mit Bodylotion einzucremen. Und als ich es dann gemerkt habe, war ich meistens schon angezogen und dann war es sowieso schon zu spät. Und aus dem Grund positioniere ich jetzt immer die Bodylotion direkt neben den Handtüchern. Denn wenn ich aus der Dusche raussteppe und mir ein frisches Handtuch nehme, dann sehe ich immer direkt die Bodylotion neben den Handtüchern und dann weiß ich, ah, Daniel, nicht vergessen, dich einzucremen. Also einfach die Bodylotion neben den Handtüchern positionieren und dann gerät die leicht vergessliche To-Do auf jeden Fall nicht in Vergessenheit. Gleiches gilt für den nächsten Punkt. Jeder von uns, ja, auch du, hast sicherlich schon mal die Info von deinem Zahnarzt bekommen, einfach öfter und regelmäßiger Zahnsalz zu verwenden. Stimmt's? Ja, stimmt. Ich auch. Und da ich keine Lust habe, mir das jedes Mal vom Zahnarzt wieder anhören zu müssen, habe ich einfach Folgendes gemacht. Auch hier einfach nur die Zahnseide neben der Zahnbürste positioniert. Denn nach dem Zähneputzen guckt die Zahnseide mich schon so richtig fordernd an, dass ich sie benutzen muss. Und wenn ich es nicht tue, kriege ich ein richtig schlechtes Gewissen. Also auch hier einfach nur die Zahnseide neben der Zahnbürste positionieren und schon denkt man dran. Der nächste Punkt ist traurig, aber wahr. Liebe Männer da draußen, ihr wascht euch einfach nicht vernünftig euer Gesicht. Ich bin zwar kein Fan von Pauschalaussagen, aber das trifft leider Gottes auf die Mehrheit der Männer zu, denn die meisten waschen sich entweder nur mit Wasser ihr Gesicht oder sie benutzen einfach Handseife, um ihr Gesicht zu waschen. Beides solltet ihr besser nicht tun. Um an dieser Stelle A, eine Regelmäßigkeit hinzubekommen und B, auch das Maximale rauszuholen, meine Empfehlung, positioniert euch eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste mit einem Gesichtsreiniger in der Dusche. Wenn ihr denn morgens als auch abends dann in die Dusche reinsteppt, dann seht ihr A, eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste und B, ein Gesichtsreiniger und wisst dann ganz genau, aha, jetzt ist spätestens Zeit, sein Gesicht vernünftig zu reinigen. Und gerade auch die Kombination aus elektronischer Gesichtsreinigungsbürste und Reinigungsgel ist einfach das Beste, was ihr eurem Gesicht antun könnt, um es vernünftig wirklich bis in die letzte Pore zu reinigen. Und by the way, Leute, so eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste eignet sich übrigens auch hervorragend als Geschenk. Alle Produkte, die ich heute hier in dem Video erwähne, findet ihr logischerweise auch unten, wie immer, in der Infobox verlinkt. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich mir manchmal die Fingernägel von einigen Männern anschaue, ja, Leute, ganz ehrlich, da muss ich manchmal wirklich würgen. Kein Scheiß. Und ich verweise dann immer freundlicherweise auf meinen YouTube-Kanal, vielleicht das ein oder andere Video einfach mal anzuschauen. Naja, die meisten Männer schaffen es zumindest, einen Nagelknipser zu verwenden, das ist schon mal viel wert, aber bei der Nagelfeile hört es dann leider Gottes auf. Deshalb am besten auch hier an dieser Stelle eine Nagelfeile direkt neben dem Nagelknipser positionieren, damit man es nicht vergisst. Oder man holt sich einfach ein komplettes Maniküre-Set, wo alle Tools direkt drin sind. Ein kleiner Pro-Tipp noch an Rande. Ich hatte damals auch irgendwie so Probleme, meine Nägel zu feilen, weil mit so einer normalen Nagelfeile habe ich das irgendwie nicht haben können. Ja, es war ähnlich wie so dieses Kratzgeräusch an der Tafel, an der Schultafel mit den Fingernägeln. Kann ich auch gar nicht haben. Und aus dem Grund habe ich dann irgendwann geswitcht zu so einer Glasnagelfeile. Und da hatte ich dieses Problem nicht. Deshalb Pro-Tipp am Rande, checkt auf jeden Fall mal so eine Glasnagelfeile aus für eure Nägel. Wir schaffen es einfach nicht, durch unsere Ernährung sämtliche Vitamine und Nährstoffe zu uns zu nehmen, die unser Körper braucht. Auch wenn wir eine gute und ausgewogene Ernährung haben, ist das schwierig möglich und zudem sind unsere Körper natürlich auch unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Aus dem Grund macht es halt super Sinn, mit passenden Nahrungsergänzungsmitteln zu supplementieren, um dem Körper genau das zu geben, was er am Ende des Tages auch braucht. Falls ihr mal ein Video dazu haben möchtet, also was ich für Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, dann schreibt es einfach in die Comments rein. Darum geht es aber in diesem Fall nicht, sondern es geht einfach darum, dass man das halt ganz schnell vergisst. Und aus dem Grund meine Empfehlung, positioniert die Nahrungsergänzungsmittel genau da, wo ihr zum Beispiel morgens eine Belohnung bekommt. Zum Beispiel, wenn ihr Kaffeetrinker seid und morgens euren wohlverdienten Kaffee trinken möchtet, dann positioniert die Nahrungsergänzungsmittel genau da. Wenn ihr Teetrinker seid, dann direkt neben dem Tee. Wenn ihr euch jeden Morgen Smoothie macht, dann direkt neben dem Smoothie-Maker. Und dementsprechend werden dann die Nahrungsergänzungsmittel morgens in der Eile nicht vergessen. Viele Männer haben Probleme mit trockenen Händen, mir inkludiert. Und gerade wenn du zum Beispiel in einem Handwerksberuf unterwegs bist und viel auch aktiv mit deinen Händen arbeitest, dann merkt man das auch richtig extrem, dass die Leute wirklich richtig raue und trockene Hände haben. Um dem entgegenzuwirken, einfach eine Handcreme am Nachttisch positionieren. Und wenn du dann ins Bett gehst, einfach nochmal eben schnell fix deine Hände eincremen, dann haben deine Hände halt die Möglichkeit, sich über Nacht passend zu regenerieren und vernünftig Feuchtigkeit aufzunehmen. Leute, umso öfter ihr gute Gewohnheiten wiederholt, umso stärker wird die Verbindung hier oben im Gehirn, diese auch immer und immer wieder zu wiederholen. Und wenn ihr das mit guten Gewohnheiten macht, könnt ihr so dementsprechend auch gute Gewohnheiten aneinander ketten. Das Ganze nennt sich übrigens auch Habit Stacking, funktioniert wirklich hervorragend und so können leicht vergessliche To-Dos tatsächlich auch langfristig beibehalten werden, egal ob es eine Morgenroutine, eine Pflegeroutine oder sonst was ist.